3600 Strafgefangene gibt es derzeit in Sachsen. Bis zu 820 können künftig in der neuen JVA in Zwickau-Marienthal untergebracht werden. Im dritten Quartal 2020 soll die Justizvollzugsanstalt, die von den Ländern Sachsen und Thüringen auf dem Gelände des ehemaligen Reichsbahn-Ausbesserungswerkes errichtet wird, in Betrieb gehen. Obwohl bis dahin noch eine Menge Wasser die Mulde entlang fließt, bewegt das Thema die Marienthaler wie kaum ein anderes. Es gibt Ängste, es gibt Vorbehalte und nach wie vor jede Menge Fragen. Antworten bekamen Anwohner und interessierte Bürger gestern Abend bei einer weiteren Informationsveranstaltung. Nachdem beim letzten Mal nur 180 Besucher in die neue Welt kamen, lud die Stadt diesmal ins Kinder- und Freizeitzentrum Marienthal ein. Dass diese Entscheidung trotz vieler Unkenrufe im Vorfeld richtig war, zeigte die Zahl der Teilnehmer. Rund 100 Zuhörer ließen sich von den Vertretern der zuständigen Ministerien beider Länder zunächst über den aktuellen Stand der Bauvorbereitung unterrichten. Wir sind also mit den Abbrüchen oberirdisch sehr gut fertig geworden. Und allerdings im unterirdischen Teil, da hat uns die Überraschung gepackt. Wir haben zum Teil bis zu 3 Vorgängerbauwerke gefunden. Das heißt, auch schon vor der Kaiserzeit muss das Gelände gebaut gewesen sein. Wir haben zwar historische Aufnahmen da gehabt, es hat sich aber gezeigt, dass die Fundamente zum Teil in 3 Lagen so verbacken waren, dass wir erhebliche Technik aufwenden mussten, um das Fundamentgerüst rauszuholen. Und wegen der Nachbarbebauung haben wir uns auch nicht entschlossen zu sprengen. Da sind wir so vorgegangen, dass wir es mit großen Kränen und Baggern rausgeholt haben und dann woanders zerlegt haben. Wir verfüllen gerade die Baugruben, richten damit den Untergrund tragfähig her für die nachgehenden Hochbauten, die da draufgestellt werden sollen. Und über den Winter werden wir weiter Leitungen und Erschließungsmaßnahmen verlegen. Das betrifft zum einen die Leitungen der Bahn. Die Bahn ist ja abgezogen, die ganzen Entwidmungsmaßnahmen sind gelaufen. Es gibt noch einen Trafo der Bahn, den wir verlegen müssen. Und eine Wasserleitung, eine Feuerlöschleitung und die Hauptstromtrasse, die werden hergerichtet werden bis in den Sommer des nächsten Jahres hinein, wenn dann der neue Bauunternehmer anrückt, der den Hochbau dann bewältigen wird. Wie das Großgefängnis mit den Hafthäusern, den Freistundenhöfen, Arbeitsgebäuden und einer Sporthalle einmal aussehen soll, bekamen die Besucher nicht nur erklärt, sondern erstmals auch visuell präsentiert. Das gesamte Areal ist von einer 6 Meter hohen Mauer umgeben. Eine Umfassungsmauer, die detektiert wird, innen und außen. Was ist Detektion? Es sind also Geber angebracht, die die Körperbewegung merken und eine Annäherung dann signalisieren würden. Dazu gibt es Schutzzäune innen und außen. Man kommt also an die eigentliche Mauer gar nicht so ohne weiteres ran. Die Mauer wird ein System aus Ortbeton sein, beziehungsweise Elemente, in deren Fugen man nicht ohne weiteres hineinkommt. Und so sind auch die Anstaltsgebäude, also die Hafthäuser, geplant. Es wird in den Räumen der Gefangenen keine Fugen geben, wo man sich dran abarbeiten kann oder wo man da rauskommt. Dann gibt es die normale Vergitterung. Es gibt unterirdische Bewegungswege für die Häftlinge zwischen den Hafthäusern, zu den Arbeitsbereichen und auch zu den Schulungsbereichen. Das heißt, im normalen Tagesverkehr kommt der Gefangene eigentlich nicht raus, sodass es möglich ist, über eine elektronische Steuerung die Türschließungsfolge so zu regeln, dass er von Abschnitt zu Abschnitt bewegt wird. Das ist ähnlich wie in der Schleuse. Tür auf, Gefangener in einen Abschnitt rein, Tür hinter ihm zu und dann geht erst die nächste Tür auf. In die freie Natur kommt er natürlich auch, aber eben nur im Freistundenhof während der Aufschließzeiten, wenn er sich frei bewegen darf. Und dann ist er im Hof unter Überwachung. Zu den technischen Anlagen kommen 382 Bedienstete hinzu, die für die Häftlinge aus Sachsen und Thüringen zuständig sind. 820 Haftplätze sind in den 6 Häusern vorgesehen. Die maximale Haftdauer in Zwickau soll 5 Jahre betragen. So 820 Haftplätze, das heißt, es ist eine große Anstalt. Das wird auch dann die größte Anstalt in Sachsen sein. Die JVA Dresden hat eine ähnliche Größenordnung mit 805 Haftplätzen.
aus vollzuglicher Sicht würde ich sagen, damit ist das Level erreicht. Man kann solche Anstalten noch gut in den Griff bekommen, organisieren und man hat einfach den Vorteil, dass man in einer großen Anstalt auch mehr anbieten kann. Im Bereich behandlerischer Dinge und im Bereich der Ausbildung oder auch im Bereich der Arbeit. Und letztendlich ist eine große Anstalt auch billiger als zwei kleine. Neben Fragen der Sicherheit wird aktuell viel über die gestiegenen Baukosten diskutiert, nicht nur bei den Marienthalern. Auf 20 Millionen Euro haben sich die Mehrkosten bereits summiert. Die Steigerung resultiert unter anderem aus dem sogenannten Baupreisindex. Ich kann sagen, dass von den 20 Millionen Mehrkosten 16 Millionen auf den Baupreisindex, der seit 2013 angestiegen ist, im Schnitt jährlich zwischen 3 und 3,5% entfallen und etwas über 4 Millionen Mehrkosten im Wesentlichen aus Brandschutztechnik, Sicherungsmaßnahmen und auch konstruktive Sicherungen. Sie haben ja heute gehört, es ist viel nach Schallschutz und sowas gefragt worden. Wir haben also auch da was getan. Haustechnik und Sicherheit, das waren die Bereiche, wo die 4 Millionen Baukostensteigerung, die eigentlich echte Baukostensteigerung sind, hinfließen. Der Rest ist dem Index geschuldet. 171,5 Millionen Euro soll der Bau des Großgefängnisses kosten. Mehrkosten können mit einem Risikopolster abgefangen werden. Innerhalb der 171,5 Millionen, die wir gegenwärtig im Haushalt ausgebracht haben, gibt es ein Risikopolster von etwa 10 Millionen, das verrate ich jetzt mal. Und wir denken, das sollte halten. Wenn die Vergabe natürlich das Doppelte teurer wird, dann müssen wir uns überlegen, ob wir überhaupt anfangen. Das glaube ich aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht. In der neuen Justizvollzugsanstalt sitzen die Häftlinge nicht nur ihre Strafe ab, sie können ihren Hauptschulabschluss nachholen und arbeiten gehen. Damit wird die JVA auch zu einem Wirtschaftsfaktor in Zwickau. Wir haben auf jeden Fall diese Betriebe, mit denen sich die Anstalt quasi selbst versorgt. Da wird eine große Küche sein, also Gefangene kochen unter Anleitung von Bediensteten für die Gefangenen und auch für die Bediensteten das Mittagessen. Daneben werden wir eine Tischlerei haben, wir werden auch eine Konditorei haben in der Anstalt. Wir planen eine Zweiradmechanik-Werkstatt. Wichtig ist der Bereich Ausbildung. Also wir wollen in der Anstalt zum Beispiel Fachlageristen ausbilden. Wir wollen eine Kochausbildung anbieten, die dann quasi auch in der Küche der Anstalt auch sich üben können. Das ist ganz wichtig und das gehört eben auch zu unserem Resozialisierungsauftrag, dass wir eine sinnvolle Beschäftigung für die Gefangenen haben oder die Möglichkeit, auch Defizite im Bildungsbereich oder im Ausbildungsbereich während der Strafzeit nachzuholen, damit die Strafzeit auch sinnvoll gefüllt wird. Bedenken, dass das Gefängnis zu einer Konkurrenz für Marienthaler Unternehmen wird, konnte der Referatsleiter entkräften. Die Sorge, die muss man nicht haben. Also die Wirtschaftskraft einer JVA ist sehr gering. Man sollte es eher als Chance verstehen, dass es auch zu Kooperationen zwischen der Wirtschaft und der Justizvollzugsanstalt kommen kann, dass quasi der Justizvollzug vielleicht Dinge vorproduziert oder dass sich auch Unternehmerbetriebe die Möglichkeit nutzen, auch in der Anstalt produzieren zu lassen. Also ich sehe ja eher die Chance auf ein Miteinander als ein Konkurrenzverhältnis. In der Fragerunde, die von Alt-OB Rainer Eichhorn trotz mancher technischer Probleme souverän moderiert wurde, wollten die Anwohner natürlich auch von den Verantwortlichen wissen, wie man Lärmbelästigungen in den Griff kriegen will. Zunächst einmal gibt es, anders als in manchen anderen Anstalten, genügend Abstand zwischen den Gebäuden. Wir haben hier zum Beispiel den doppelten Abstand zwischen den Gebäuden, als es in Dresden der Fall ist. Wir haben über 40 Meter Abstand. Da ist eine Rufgeschichte schon mal nicht so einfach. Dann sind die Häuser parallel angeordnet. Wir haben hier nicht die H-Form oder den typischen Stern, wo sich die Häftlinge im Winkel einander sehen oder so nah beieinander sind, dass sie sogar was rüberwerfen können.
Und es zeigen keine Fensteröffnungen auf die Wohnbebauung. Das heißt, wir haben die Gebäude rechtwinklig zwischen der Bahntrasse und dem Hang, der Wohnbebauung trägt, angeordnet, sodass ein Rufer eigentlich nur, die Fenster sind auch nicht öffentlich, es gibt nur eine Kippfunktion, sodass ein Rufer eigentlich nur durch den halb offenen Fensterschlitz etwas machen kann und nicht direkt zur Wohnbebauung hinausschreien könnte. Zudem wird sich die Baumbepflanzung im Innenhof auch lärmdämmend auswirken. Baumbepflanzung, die wir in anderen Anstalten bisher nicht haben. Einfach aufgrund der Enge zwischen den Gebäuden, die hier besser situiert ist. Weitere Anfragen drehten sich um Gefährdungen durch Freigänger und damit verbunden um die Forderung nach mehr Polizeipräsenz in Marienthal. Dies sicherte der Leiter der Zwickauer Polizeidirektion den Anwohnern zu. Nach Überzeugung von Conny Stiel werde die neue JVA aber eine sehr sichere Anstalt werden, wenngleich subjektive Sorgen berechtigt seien. Es gab an diesem Abend keine Frage, die nicht beantwortet blieb. Nach den 2 Stunden lobte der Moderator ausdrücklich den fairen und sachlichen Charakter der Veranstaltung. Ein Umstand, der in Zwickau leider nicht mehr so selbstverständlich ist. Das zeigte nicht zuletzt das starke Polizeiaufgebot am Donnerstagabend in Marienthal.